Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem doch sehr grauen Montagmorgen. Es ist Montag, der 13.11.2023 und ich dachte mir, ich habe heute Lust zu vloggen, weil heute für mich ein bisschen ein merkwürdiger Tag ist. Ich habe heute frei, ich habe heute Urlaub an diesem Montag. Eigentlich hatte ich einen ausgedehnten Wochenendtrip geplant. Hier läuft gerade ein Eichhörnchen. Seht ihr das? Oh mein Gott. So viel zu meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ich hatte heute eigentlich, beziehungsweise ich hatte dieses Wochenende eigentlich einen ausgedehnten Wochenendtrip geplant, um einen guten Freund in Berlin zu besuchen. Den ganzen Trip musste ich aber kurzfristig absagen. Von daher habe ich mir gedacht, schauen wir einfach mal, was der Tag heute so bringt. Ich habe wirklich kein Konzept heute für den Tag. Ich weiß nur, dass ich heute Mittag einmal zu meiner Schwester fahre. Wir wollen zusammen kochen und was essen. Und ansonsten habe ich einfach heute die Möglichkeit, hier ein paar lose Enden zusammenzuführen, um es mal so zu sagen. Die Bude kann definitiv mal wieder ein bisschen aufgeräumt werden und geputzt werden. Und ich habe definitiv auch genug YouTube-Sachen, die ich machen kann. Das heißt, ich möchte heute zusehen, dass ich den freien Tag vielleicht mit einem angemessenen Mix aus Produktivität und Entspannung verbringe. Denn die Entspannung, das ist etwas, was bei mir in letzter Zeit definitiv zu kurz gekommen ist. Und würde daher sagen, ich nehme euch heute einfach mal mit in den Tag und überlege mir jetzt, welche Baustelle ich als erstes angehe. Und dann hole ich euch wieder dazu. Kommt gut in den Tag. Ich denke, ich musste nicht allzu lange suchen, um meine erste Baustelle zu finden. Es ist mein Arbeitszimmer bzw. auch YouTube-Studio, was ich für meinen anderen Kanal etwas Genuss benutze. Und es ist in einem fragwürdigen Zustand, so möchte ich das mal nennen. Also ich habe hier definitiv mehrere Baustellen. Ich habe hier einmal, also das ist der Studio-Set, das ist die Ansicht, die man kennt, wenn man die anderen Videos schaut. Und da habe ich definitiv hier noch einige Zigarren, die ich gekauft habe, da Preise, die ich verschicken muss, die Gläser müssen weggeräumt werden. Also der Tisch muss definitiv aufgeräumt werden, das Mikrofon kann auch eigentlich erstmal wieder weggepackt werden. Hinten das Set ist auch ein bisschen unordentlich, da liegen noch Befeuchtungspacks rum. Hier geht es weiter, hier liegt Shit im Sessel, das Bild muss aufgehangen werden. Der Schreibtisch ist relativ voll und hier, das ist natürlich eine einzige Chaoslandschaft und das Ganze geht auch so weiter. Da unten steht auch noch Zeug rum. Ich muss hier definitiv aufräumen. Und ich würde sagen, ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mit meinem Schreibtisch an, dass der erstmal wieder ein bisschen aufgeräumter ist und dass da weniger Zeug rumliegt. Und dann robbe ich mich so ein bisschen durch das Chaos und werde mal sehen, in welcher Reihenfolge ich das dann letztendlich alles mache. Schritt 1, erfolgreich. Das sieht wesentlich besser aus. Das nächste Projekt in meinem Arbeitszimmer, das ich mir vornehme, ist ja die Ecke hier. Das ist vor allen Dingen die Fensterbank. Ich muss mir da mal über. Da liegen ein paar Sachen. Das ist ein separater Stapel. Der macht auch Sinn, aber ich muss mir überlegen, dass der mal woanders hinkommt. Und ich werde dann noch den Sessel gleich direkt mit aufräumen und werde zusehen, dass das alles jetzt mal hier unter Dach und Fach kommt und einfach ein bisschen ja, separater liegt. Also auf geht's. Zweiten Schreibtisch aufräumen und dann kommen wir dahin und dahin und dahin. So ist das halt, wenn man ein kleiner Chaot ist. Dann hat man immer aufzuräumen. Und so, Schritt 2 ist erfolgreich abgeschlossen. Ich muss mich kurz mein Auge jucken. So ist das manchmal. Der Schreibtisch ist aufgeräumt, der Sessel ist leer. Das ist schön, da oben liegt die Kamera drauf, da soll sie auch liegen. Da. Aber es ist eine deutliche Verbesserung. Ich habe auch mal alles ein bisschen hier abgestaubt und so, auch die Monitore, damit das alles wieder ein bisschen ordentlich ist. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, von der ich noch nicht genau weiß, wie ich sie lösen soll. Das ist dieses Chaos hier. Es ist ein bunter Mix. Die Gläser, die haben einen Platz. Die kommen in den Schrank da hinten. Die Kisten haben einen Platz. Die Kisten haben noch keinen Platz. Die Zigarren müssen in den Humidor. Und das hier sind Gewinne, die ich verschicken muss. Das Mikrofon muss weg. Eigentlich stört das Licht hier, diese Softbox auch. Ich werde mir jetzt mal überlegen, wie ich das Ganze aufräume. Habe gerade kurz mit meiner Schwester gesprochen. Ich bin heute Mittag dann bei ihr. Werde auch sehr wahrscheinlich da vloggen, das sehen wir dann. Und ja, so
So wurschtel ich mich ein bisschen durch meinen Tag. Ich bin ein ganzes Stück weitergekommen. Hier ist nun wieder aufgeräumt. Alles ist so, wie es sein soll. Ich muss mich nochmal um die Set-Deko da hinten kümmern. Man sieht ja schon, ich habe einen neuen Humidor hier. Den habe ich vor ein paar Wochen bekommen. Der steht da sehr gut, aber der steht da ein bisschen im Weg. Also dieser Bilderrahmen, da wird eh verschwinden. Der macht einfach, gibt keinen Sinn mehr. Aber ich muss eine neue Wand der Spendenlegenden organisieren und aufhängen. Das Logo muss ein bisschen umgehangen werden. Und dann möchte ich auch dieses wunderschöne Bild aufhängen, was wirklich sehr, sehr toll ist, was mir eine Zuschauerin gemalt hat, beziehungsweise die Frau eines Zuschauers. Und das ist richtig cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich zeige es euch nochmal. Besten Dank nochmal an Larissa und auch an Timo dafür. Das soll aber auch dann da an diese Wand kommen. Ich werde jetzt gleich aber erstmal eine Runde frühstücken und habe gerade auch beschlossen, dass ich heute, bevor ich zu meiner Schwester fahre, heute Mittag fahre ich einmal kurz hier bei einem Rewe vorbei, wo es den Kaffee von den Coffee Pirates gibt. Das ist eine Rösterei, die sitzt auch hier in Essen. Ich könnte eigentlich direkt dahin fahren, aber die haben montags zu. Mein Kaffee wäre knapp, bei Rewe wird da auch verkauft. Dann fahre ich da einmal kurz zu diesem Rewe und werde ein bisschen Kaffee-Nachschub holen. In diesem Sinne, Leute, ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann werde ich überlegen, was ich mache. Ich habe nämlich noch eine Sache auch, die ich machen könnte. Das kann ich euch auch einmal kurz zeigen. Ich habe ja noch ein Lego-Set zu Ende zu bauen. Aber vielleicht mache ich das lieber heute Abend zur Entspannung. Ich habe die Tage schon den Ecto 1 zusammengebaut. Oh ja. Der sich jetzt hier in die Reihe meiner Film- und Fernsehfahrzeuge eingereiht hat. Sehr cool auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt aber erstmal, wie gesagt, um mein Frühstück kümmern und würde sagen, wir sehen uns ein bisschen später. Ich hatte einen kleinen Motivationsschub, habe die Küche geputzt. Die Schranktür da, die geht übrigens nicht ganz zu, falls ihr euch wundert. Die hat irgendwie ein Problem am Scharnier, das muss ich mir mal angucken. Beziehungsweise habe ich mir schon angeguckt. Da müssen sehr wahrscheinlich neue Scharniere rein. Ja, ansonsten sauber. Ich habe auch noch gesaugt und ich habe das Bad geputzt. Ich finde, das ist in Ordnung. Und weil ihr jetzt heute so viel von mir in diesem Haus schon gesehen habt, in diesem Vlog, wird jetzt der nächste Vlog sein, wie ich mich, die nächste Sequenz, wie ich mich aufmache, kurz einzukaufen und dann zu meiner Schwester zu fahren oder dann zumindest, wenn ich bei meiner Schwester angekommen bin. Wie versprochen, seht ihr mich nicht mehr im Haus, sondern ihr seht mich jetzt draußen. Ich war jetzt gerade bei Lidl, habe ein paar Teile eingekauft. Es regnet gerade in Strömen. Das war nicht der Fall, als ich reingegangen bin. Egal, ich fahre jetzt noch einmal Kaffee kaufen und dann fahre ich zu meiner Schwester. Und tanken muss ich auch noch zwischendurch. Es wird wieder ein leicht chaotischer Tag, aber so sind viele Tage bei mir. Und ihr seid mal dabei. Ich habe es angekündigt, ich bin erfolgreich bei meiner Schwester erschienen. Wir haben zusammen gekocht. Wir haben Tantanmehl gemacht, eine Art würzigen Rahmen. Zweiseitiger, vielen lieben Dank, Schwester Herz. Gerne. Und ja, ich habe natürlich wie ein echter Profi, habe ich das nicht gevloggt. Ich habe aber ein Foto gemacht, das werde ich hoffentlich einblenden, wenn ich klug bin. Und jetzt gleich werde ich meiner Schwester noch etwas Premiere-Nachhilfe, wie kann man das nennen? Ein paar Tipps für Adobe Premiere geben. Ja. Und dann machen wir wieder auf den Weg, Schwester Herz. Ja, auch so Cat-Content. Einmal bitte Cat-Content, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Meine Schwester hat eine Katze. Nicht ohne meinen Cat-Content. Und bevor einer fragt, die Ohren, das ist keine Züchtung oder irgendwie verstümmelt, sondern das ist ein genetischer Fehler, der ist so geboren worden. Ja. Und er ist ganz putzig. Schwester, es war mir ein Vergnügen, heute in deiner Anwesenheit zu vloggen. Freut mich. Und ich habe euch versprochen, dass ich heute nicht nur die ganze Zeit im Haus rumgammeln werde. Und ich habe mein Versprechen gehalten, nachdem ich schon einmal erfolgreich aus dem Auto gevloggt habe, weil es geregnet hat. Ja. Regen. So, ja. dieser Regen. Das ist ganz ungewöhnlich im November. Ja, jetzt gleich. Ich denke, ihr werdet mich das nächste Mal zu Hause sehen. So. Ich bin wieder zu Hause und ich koche. Ich habe doch gerade erst gegessen. Das ist richtig, aber ich möchte für den Rest der Woche gerne vorkochen und dann mache ich etwas, was doch tatsächlich halbwegs gesund ist und auch schnell zu kochen ist.
Es wird eine Reispfanne mit Hähnchenfleisch und Gemüse. In dem Fall ist es TK-Gemüse, das ist aber in Ordnung, das ist halt schnell und einfach zu machen. Ich werde jetzt gleich das Hähnchen anbraten, den Reis kochen, dann das Gemüse zu dem Hähnchen werfen, einmal durchschwenken mit ein bisschen asiatischen Gewürzen, auch ein bisschen Currypulver. Das ist jetzt nicht super asiatisch, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich werde das halt einfach ein bisschen nach meinem Geschmack würzen. Dann kommt das alles zusammen, dann wird das durchportioniert. Und das ist auch eine Sache, die kann man einfrieren, die kann man 2-3 Tage im Kühlschrank stehen lassen. Und dann bin ich für den Rest der Woche versorgt. So sieht's aus. Und auch meine Schwester, denn für die koche ich mit vor. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich hole euch vielleicht zwischendurch einfach mal dazu. Je nachdem, wie laut das hier wird, mit der Dunstabzugshaube. So, gekocht ist es. Ich muss es nur noch aufteilen, einmal für euch zur Übersicht. Hier, das Hähnchenfleisch mit dem Gemüse ist jetzt im Wesentlichen mit Sojasauce, Chiliflocken, Salz, Pfeffer und ein bisschen Tandoori-Gewürz. Und hier ist der Reis. Ich werde gleich das quasi auf diese Dosen aufportionieren und dann den Reis ebenso. Und dann sind wir durch. Sehr schön. Ich würde sagen, das machen wir mal. Da ist es aufgeteilt. Nur noch Deckel drauf und gut ist. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ist eine super schnell gemachte Sache, super simpel mit dem TK-Gemüse und lässt sich, wie gesagt, super vorkochen, wie ihr seht. Man kann es auch einfrieren und dann einfach warm machen. Es ist wirklich richtig gut und es ist auch noch gesund dabei. Ich werde mich jetzt aber auch für heute verabschieden, dadurch, dass ich jetzt gleich nur noch duschen werde und dieses Video schneiden werde und mich dann auf die Couch chille und mein Lego-Set zusammenbaue. Den Lego Bookstore übrigens, falls ihr da... Moment, das kann ich euch auch zeigen. Ne? Show, don't tell, sagt man ja immer so schön. Kurz hier mal die Festtagsbeleuchtung anmachen. Den baue ich gerade. Die erste Hälfte des Hauses ist fertig. Genau die zweite Hälfte, der blaue Teil, der wartet noch auf mich. Denkt dran, dass ihr ein Abo da lasst, dass ihr ein Like da lasst. Und ich würde sagen, ihr seht mich einfach im nächsten Video. Aber bis dahin einfach haut rein.